Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung hier auf Stufe 9 Sun Yat-sen. Das ist eine Sowjetski-Sojus-Klasse, man sieht es schon am Rumpf, allerdings offensichtlich mit einer, naja, augenfälligen Änderung. Ihr seht hier 457 mm Türme in einem 3x2 Layout. Wir haben auch ein bisschen was an Anti-Air hier oder auch an Sekundärartillerie, beides aber eher von bescheidener Natur. Und ansonsten, optisch ist es immer eine Frage des Geschmacks, wobei sich über vieles streiten lässt, aber über diesen bestimmten Bereich nicht. Und das sage ich euch dann auch gleich, wenn wir zur Panzerung gehen. Wie immer haben wir hier zuerst eine kleine Übersicht im Hafen, eine objektive Übersicht. Und dieses Schiff wird später dann für 19.300 Dublonen in der Waffenkammer zu kaufen sein. Und sollte es beim Zeitpunkt des Releases dieses Videos eben schon erhältlich sein. Und danach im Gefecht zeige ich euch den subjektiven Eindruck, den ich von diesem Schiff habe. Kommen wir zum absoluten Nonplusultra dieses Schiffes, immer im Verhältnis zu allen anderen Bereichen, die dieses Schiff zu bieten hat, die Panzerung. Wir haben hier eine schon offensichtlich sehr gute Panzerung. Wir haben die standardmäßige 32 mm Bug und Heck, wie die allermeisten Schiffe. Wir haben einen tollen 220 mm Panzerungsstärke Bugpanzergürtel hier nach vorne, leider nicht auf der Rückseite, was dieses Schiff frontal unter anderem aufgrund dessen und auch wegen anderen Gründen besser tankbar oder tankier macht, als wenn man den Arsch zeigt. Wir haben hier mit den 60 mm Deck einen Schutz vor 305 mm High der normalen Schiffe. Natürlich nicht bei Deutschen, die Aegir macht 76 mm Pen. Das muss man sich immer in Gedanken mit einrechnen, dass auch zum Beispiel eine Mecklenburg mit 305 mm so eine HE-Penetration hat, die starke Schmerzen verursacht. Allen Schiffen quasi, oder ein Pfanderer, der höheres Kaliber hat und so weiter und so fort. Aber gegen AP ist man mit den 32 mm wie bei allen Schiffen geschützt bis zum Kaliber der Yamato von 460 mm und allem darüber. Die Bleche dann schlussendlich tun dann ihr Übriges, damit man quasi frontal nicht mehr mit AP overmatched werden kann, weil es halt 220 mm sind. Zumindest wenn man so anwinkelt, dass der Abprallwinkel stimmt und die Zitadelle nicht getroffen werden kann. Die Zitadelle ist mit 230 mm nicht extrem gut gepanzert. Die Seitenteile ebenso mit 375, nicht extrem gut. Aber wenn wir alles wegnehmen, kommt darunter noch 20 mm Torpedoschott zum Tragen. Das bedeutet unterm Strich eine Zitadelle, die nicht unter Wasser ist, eine Zitadelle, die nicht extrem gut gepanzert ist, einfach keine Breitseite zeigen. Das ist die oberste Doktrin auch bei jedem russischen Schiff. Ein Kreml ist mega stark gepanzert oder gut angewinkelt, extrem schwierig zu erledigen. Allerdings zeigt er breit. Dann ist es bald soweit und er wird zur Hölle geschickt. Ja, die 60 mm, wenn wir sie wegnehmen, und die Kasematte, kommen wir zu den 50 mm der Zitadellenexpanzerung. Das ist auch nicht sehr viel. Wir haben hier quasi 50 und 60. Ja, unterm Strich sind das dann 110. Das größere Problem ist für Flugzeugträger, ist es eine Landezone für Bomben. AP-Bomben puttern hier durch, wahrscheinlich wie nix. Es ist eine breite Zitadelle hier und einfach zu treffen. Gut. Da könnte man meinen, das ist soweit alles. Allerdings stimmt das nicht. Wir haben bei diesem Schiff einige versteckte Panzerungen, die World of Warships in-game nicht anzeigt. Hier einmal die 230 mm, hier innen noch etwas quer ab und hier nochmal 230 mm. Also es gibt einiges, das man beachten kann. Ihr habt aber tatsächlich im Spiel kaum die Möglichkeit, euch genauso anzuwinkeln, dass ihr einen effektiven Nutzen davon zieht. Deswegen blende ich euch auch nichts ein, weil es relativ irrelevant ist bei dieser Streuung. Es ist immer ein Glücksfaktor mit dabei. Wichtig ist nur, ihr wisst, dass hier mehr Panzerung noch versteckt ist, als angezeigt wird. Und was wichtig ist und offensichtlich und im Spiel auch effektiv genutzt werden kann, ist Folgendes. Wir haben hier hinten diese Treppe, diese Erhöhung. Das ist ein Kugelfang schlechthin. 60 mm, schön perfekt, wenn man wegkitet, gut genug gepanzert, um immer Penetrationen zu verursachen und ein so steiler Fang, dass egal auf welche Entfernung, wenn man nah ist, schießt man hier rein. Das gibt einfach fetten Schaden. Minimum Penetrationen. Und wenn man weit entfernt ist, dann spielt es eh keine Rolle. Aber das ist hier eine Unart, die eigentlich verboten gehört. Ein schweres Problem, das hier extra nochmal aufgebaut worden ist, um diesem Schiff einen Weak Spot, also einen Spot, wo man ihn in den Arsch gut treffen kann, zu verpassen. Und auch hier hinten seht ihr leider keine Bugpanzer oder Blech hier nach vorne, kein Russenblech mit über 60 oder mit 60 mm plus, dass man hier geschützt wäre vor allem.
was 32 mm overmatcht. Eine offensichtliche Schwachstelle. Die Überlebensfähigkeit ist mit 80.900 nicht exorbitant groß, aber man kann damit leben, wenn man möchte. Manche Schiffe haben das auch nur auf Stufe 10. Tatsächlich, Herr Mecklenburg hat auch nicht mehr, viel mehr als 80.000. Torpedoschutz mit 35% ist gar nicht schlecht. Die Artillerie haben wir hier, die 457 mm mit einer Stock-Nachladezeit von 26 Sekunden. Wir haben kein exorbitant gutes Sigma 01.9, wir haben auch keine extrem gute Streuung. Das sind 210 Meter, hier sind die minus 7% schon mit dabei. Hier ist auch das Nachlademodul mit dabei, damit wir auf 23 Sekunden kommen. Das ist auch notwendig, wenn man Maximalreichweite von 19,2 Kilometer. Ich bleibe dabei, das Ding ist gut zu getankt. Gut zum Tanken, das kann auch ein bisschen Schaden ab. Ihr werdet dann im Gefecht auch sehen, wie viel Schaden ungefähr theoretisch damit reinkommt. Wir haben Höchstschaden von 6500 HE Alpha bei 45% Brandwahrscheinlichkeit. Das ist sexy, aber gut, wer will mit Kaliber 457 mm unbedingt Haie schießen? Und ich sage euch, wir wollen das. Klingt lächerlich, ist aber so. Übrigens, wir haben genau gleich viel Haie-Penetration wie eine Aegir mit 305 mm. Das ist auch lustig, aber so ist es halt auch. Wenn wir hier Georgia zum Beispiel in den Vergleich nehmen, die auf Stufe 9 ebenfalls 457 mm hat, dann haben wir hier bei diesem Schiff mehr Penetration auf dieselbe Distanz. Das bedeutet, wir können mehr Panzerung durchschlagen als eine Georgia auf dieselbe Distanz. Behaltet euch das bitte schön für das Gefecht, das wir dann fahren, in Hinterhand oder im Kopf. Das sprechen wir hier nochmal an, wenn sich Zukunftsprime daran erinnert. Das bin ich. Wir reden von sich in der dritten Person. Scheiße. Wir haben hier AP, aber die AP ist leider enttäuschend. Wir haben ein Alpha von 13.000. 13.000. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das haben manche Schiffe, einige Schiffe mit 403 mm. Aber naja, so ist es halt. Die Zündzeit mit 0,033 Sekunden ist ident. Die Granaten sind mit einer Tonne 1,3 Tonnen ja, normal schwer. Wir haben hier zusätzlich dazu noch ein bisschen sekundäre Artillerie, 6x252 mm auf 7,3 km Reichweite, allerdings 5,5 Sekunden. Das Trefferbild ist bescheiden, lohnt sich nicht, das zu bauen, auch wenn man eigentlich ja, darauf ein bisschen verleitet wird mit dem Kaliber. Aber nein, 152 mm, sekundäre Artillerie, nicht der Rede wert. Gehen wir weiter, wir haben einen Luftschlag, zumindest haben wir die klassische 10 km, leider nicht 11 km Reichweite, besser als 8 bei der Ohio. Die Flugabwehr ist da, mehr würde ich jetzt aber auch nicht dazu sagen. Wir haben 5,8 km Reichweite, 4 Explosionen, 1680 mit 75% Trefferwahrscheinlichkeit. Noch schlimmer wird es nur beim kontinuierlichen Schaden. Wir haben 410 Mittelstrecke, da ist eher das vorbei. 81% Langstrecke, beides bei 75%. Ja, Mahlzeit. Da sind die Russen besser. Manövrierbarkeit 29,4 Knoten, bedeutet Stock 28 Knoten. Ewigen Wendekreisreise von 950 Meter, ist halt eine Sowjetski Sojus. Und eine Ruderstellzeit von 14,9. Die Verborgenheit ist mit Doppelconcealment 13,5. Nichts Außergewöhnliches mit 16,7 Kilometer Stock. Wir haben, ja, ich glaube, das war's ja. Wir haben im besten Fall noch ein paar Gadgets, die uns dieses Schiff hier aufwerten. Allerdings muss ich auch enttäuschen, wir haben hier einmal defensives Flakfeuer, das die nicht so gute Flak ein bisschen aufwertet. Was man davon halten kann, dass etwas, was nicht so gut ist, ein bisschen gebufft wird für eine kurze Zeit, das ist eine andere Geschichte. Ich bin kein Freund davon, ich stärke lieber die Stärken und balance nicht die Schwächen aus. Und wir haben hier eine Reparaturmannschaft und für all jene, die vielleicht gehofft haben, oh mein Gott, Prime, ist das vielleicht der schnelle Reparatur-Kit oder Reparaturmannschaft der Georgia? Nein, ist es nicht. Ist es vielleicht ein kleiner Superheld? Nein, ist es auch nicht. Es ist ein stinknormale Reparaturmannschaft, die 0,5% pro Sekunde der Gesamttrefferpunkte wiederherstellt. Hier bei mir auf 30,8 Sekunden. Standard sind hier die üblichen 28 Sekunden. Warum bei mir auf mehr? Ja, weil mein Kapitän so geskillt ist. Und ja, ich sag's euch gleich, wir haben im gleichen Zuge auch noch einen anderen Kapitän bekommen. Ein Kapitän, der für die Pan-Asiaten, da Kapitänwechsel machen wir jetzt, quasi der Sa Zembing, der Yamamoto der Pan-Asiaten ist, nur eben kein Yamamoto. Wir haben hier theoretisch einen Kapitän, den man auf dieses Schiff packen kann und ich sag's euch gleich, macht es einfach nicht. Warum nicht? Weil wir haben spezielle Talente und Personalisierungen. Wir haben Ladezeit der Hauptbatterie minus 20%, Vorbereitungszeit der Flugzeuge minus 20%. Ist super,
aber nur wenn man Kampfspeer aktiviert hat, einmal im Gefecht. Wird das mit einem Schlachtschiff passieren? Eher selten. Wird das mit einem Flugzeugträger passieren? Ja. Wir haben Experte für Torpedoangriffe. Das ist super. Das funktioniert mit Schiffen, wo wir Torpedo haben. Haben wir aber nicht. Und wir haben theoretisch die Notfallausrüstung. Wird jedes Mal nach dem Erhalt von je 1,5 Millionen potenziellen Schaden aktiviert, minus 6,5% Vorbereitungs- und Ladezeit des Schiffsverbrauchsmaterials. Das hört sich auf den ersten Moment verführerisch an, denn das zieht immer oder mehrmals, könnte man vielleicht sagen, aber mindestens einmal. Aber die Anzahl der Verbrauchsmaterialien sind begrenzt und auch die Anzahl der Spielzeit ist begrenzt und deswegen ist das nutzlos. Zusätzlich dazu haben wir hier, ihr seht, die Spezialfertigkeit, minus 4% Schadensbegrenzungsteam-Ladezeit, minus 4% von Reparaturmannschaft und plus 35% Erfassungsreichweite von Torpedos und plus 7% Torpedoschutz. Das sind zwei Dinge, die, naja, ich will mal sagen, mit diesem Schiff einfach nicht geskillt werden. Warum sollte ich auch? Ja, man kann theoretisch das vorrangige Ziel gerne weglassen, hilft oftmals beim Positionieren. Man kann dafür läufige Schmiert nehmen, damit wir noch die bessere Durmdrehzeit bekommen von unter 30 Sekunden. Oder aber man kann theoretisch die Wachsamkeit nehmen, aber man muss einfach nicht. Man kann Schiffsgeschwindigkeit plus 10% nehmen, solange das Schiff unentdeckt bleibt. Von allem wird man mehr profitieren als von dem. Aber gut. Dann würde ich sagen, wir haben alles gezeigt mit diesem Kapitän. Das sind meine eingebauten Module und wir gehen einmal ins Gefecht. Alles, was hier gesagt wird und was hier besprochen wird, das ist natürlich subjektiv. Hier fließt meine Erfahrung mit dem Schiff ein, die Gefechte, die ich damit gefahren bin und eben die Gegner und die eigenen Leute im Team, die ich damit bekommen habe. Das Gefecht ist ein ausgesuchtes Gefecht. Ihr werdet vielleicht am Ende des Gefechts dann auch verstehen, warum. Denn es geht mir in erster Linie um drei Dinge. Erstens aufzuzeigen, was die Stärken des Schiffes sind, was die Schwächen des Schiffes sind und natürlich, was ich absolut nicht verstehen kann. Die Stärken des Schiffes, die sehen wir uns später an, die Schwächen sind alles andere. Wir haben eine Hauptartillerie mit 457 mm, die 30 mm overmatchen kann, aber eine AP, die absolut für den Arsch ist, muss man einfach sagen. Mit einer Streuung, die, naja, bestenfalls durchschnittlich ist, nichts Außergewöhnliches. Wir haben eine halbwegs gute Nachladezeit. Das bedeutet, wir können öfter nichts treffen oder öfter, wenn wir treffen, wenig Schaden machen. Auch Dinge, die wir jetzt hier im Gefecht sehen werden, die frustrierend sind. Dieses Gefecht wurde gewählt, weil ich hier tatsächlich mit 457 mm, 50-50 könnte man fast sagen, Hai geschossen habe und von der Hai mehr profitiert habe als von der Ape. Das ist dann teilweise relativ bedenklich, wenn man das hier aufführen muss. Aber die Hai hat nun mal, ich will nicht sagen bessere Werte, aber auf keinen Fall schlechtere Werte. Die Brände an und für sich sind ein Garant für mehr Schaden als eine Ape-Salve mit 13.000 Alpha. Ist ein bisschen enttäuschend. Ne? Aber gut, so ist es halt. Die Geschwindigkeit, ja, und die Trefferpunkte hier auf Stufe 9, ich will nicht sagen unzureichend, man kann damit arbeiten. Es ist ein Schiff, das in eine Position fährt, um sie dann zu halten. Denn es ist eine Sowjetski Sojus, ne? Könnte man meinen. Es ist von den Russen abgekupfert, aber eben kein Russe. Das bedeutet, wir haben eine gute Panzerung, sogar einen kleinen Tick besser noch als die Sowjetski Sojus. Aber was uns fehlt, ist der Rest. Wir haben kein schnelles Reparaturteam, das wir schnell hintereinander einsetzen können, damit wir Brände schnell löschen können, wenn wir im Fokus stehen, da wohin wir fahren. Wir haben auch keine schnellere nachgeladene Reparaturmannschaft, um genau das auszugleichen. Wir können keinen Kuznetsov draufsetzen, der uns dann schlussendlich noch einmal einen Gratis-Heal und einmal löschen oder einmal verhindern aller Statuseffekte gibt. Haben wir auch nicht. Es ist halt dann unterm Strich kein Russe. Nein, es ist ein Panasiate, der genau auf all die Dinge verzichten muss. Und wenn wir dann wie hier von vielen Schiffen zeitgleich beschossen werden, dann haben wir ein Problem. Ich möchte dann, wie gesagt, die nächsten Salben das Hauptaugenmerk auf die doch bescheidene Streuung lenken. Liegt aber nicht nur an der Streuung selbst, sondern auch an der geringen Granatenanzahl. Das ist halt ein Problem. Wir haben vorne 4 Granaten in der Luft. Das sind 33% weniger als... Sagt man 33% weniger? Ja, das sind 33% weniger als bei der Sowjetski Sojus. Und die Sowjetski Sojus hat 150% mehr Granaten in der Luft als die Sanyuzen. Hört sich kompliziert an. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, weil es ist eigentlich nicht kompliziert. Und ihr seht schon, hier muss man theoretisch den ersten Brand auch durchbrennen lassen, selbst wenn man nicht möchte, und dann in den Heal gehen, weil wir einfach nicht das schnelle
Schadensbegrenzungsteam heißt das. Ja, Schadensbegrenzungsteam haben. Applaus! Da. Und der geringe Alpha. Da. Und eine Nevsky, die vor und zurück fährt, reicht aus, um uns richtig auf die Nerven zu gehen. So auf die Nerven, dass ich mir nach der zweiten, dritten Salve dann irgendwann denke, und achtet nicht auf Rodi, er zeigt viel zu viel Breitseite. Viel zu viel. Ja. Dass ich mir dann denke, alter Verwalter, das kann es doch nicht sein. Ich schieße lieber auf ein Ziel, das mehr Fläche zu bieten hat oder einen stumpfsinnigeren Kurs fährt, wie hier zum Beispiel die Schliefen, aber leider immer wieder auf und zu geht. Ihr seht auch, die 13,5 Kilometer sind nicht unbedingt praktisch für ein Schiff, das gerne auch mal zugehen kann. Ich glaube, die Russen müssen da ein bisschen mehr haben, auch leicht mehr an Concealment, aber gut. Und hier seht ihr mal, mit aktiviertem Anti-Air, wir sind bei 4000, jetzt machen wir nochmal 5000 vielleicht an Schaden, das war's. Die Anti-Air ist wirklich nicht. Wir sind bei 4000, wir haben zwar 8 gemacht im Anflug, also schwere, vielleicht 3000 Flugzeugschaden. Die Anti-Air ist trotz Death AA einfach nicht geil. Und schon der nächste Brand, ne? 2 Treffer bisher, 5500. Super nice. Aber wie schon erwähnt, die Panzerung hält einiges aus. Solange man nicht Breitseite zeigt. Kommen wir zum Thema Georgia. Ihr wisst, gut, die Georgia ist keine sowjetische Sojus, ist ein Amerikaner, nicht so gut gepanzert, aber sie hat Vorteile. Sie hat das schnelle Schadensbegrenzungsteam, sie hat Sekundärartillerie, die man zusätzlich zur Hauptartillerie einsetzen kann, und sie hat eine Hauptartillerie mit 457 mm, wo man sagen kann, ich bin mit dem Alpha zufrieden. Da, wo die Georgia hinhält mit AB, da wächst kein Gras mehr. Das liegt nicht an einer besseren Streuung oder sowas, nein, einfach ein höherer Alpha, gute Genauigkeit oder halt eine durchschnittliche Genauigkeit und vor allem guter Reload und sekundäre Artillerie, die unterstützend ist. Die kann die sekundäre Artillerie auch einsetzen, trotz der geringen geringeren Panzerung, weil sie ein schnelles Reparaturteam hat, 40 Sekunden Nachladezeit. Super sexy, ganz egal wie viele Trefferpunkte sie hat, sie ist einfach schneller wieder fit. Ihr seht, wir arbeiten hier hart, damit wir nicht rausgehen. Wir haben jetzt 6 Treffer a 12.000. Es ist verstörend. Kürze kommt die Haie-Schoße. Endlich ein gescheiter Treffer. Obwohl wir mit allen Geschützen schießen. Jetzt haben wir 11.000 Schaden gemacht zum allerersten Mal. Und sind schon wieder gut unterwegs Richtung bodenlos 0, um dann zu sinken. Gut, es ist jetzt auch nicht viel da. Wie gesagt, es ist tatsächlich extra gewählt, das Flügel, um zu zeigen, ja, das Schiff kann bei adäquater Positionierung und Vor- und Zurückfahren genug tanken. Aber wenn die Hakurio gewollt hätte, dann hätte sie den kurzen Prozess gemacht mit der AP-Bombe. Keine Chance, das ist nicht, wenn Kremlin hier mit seiner Anti-Air spielt. Kannst du vergessen, das gar nicht. Der nächste Vorteil übrigens noch, den die Georgia hat, im Vergleich zur Sun Yat-sen, ist tatsächlich die geringere Penetration. Ja, viel hilft nicht immer viel. Im Sinne von Penetrationskraft ist es teilweise kontraproduktiv, wenn man auf höhere Entfernung mehr Overpants macht. Und die Georgia hat genügend Penetration, um Schlachtschiffe zu penetrieren. Das hat die Sun Yat-sen auch. Aber sie hat eben zu viel und macht dann dort Overpenetration, zu einer Georgia schon Pants macht. Und das kostet uns zusätzlich zum geringen Alpha von AB auch noch 23% Schaden. Denn eine Overpen hat eine Überpenetration macht 10% und eine Penetration macht 33% des Alphas. So, was hat denn die Sun Yat-sen sonst noch zu bieten? Außer weniger Geschütze, weniger Granaten, dafür bessere Nachladezeit, weniger Alpha, weniger von allem, außer der Panzerung, meiner Meinung nach nichts. 19.300 Dublonen ist zusätzlich dann ein richtig harter Hobel für ein Schiff, das es schon in besseren Varianten gibt. Oder das fast, könnte man schon sagen, als sowjetski Sojus besser im Baum ist. Und dann kommen wir zu einem weiteren Punkt. Es ist ein Stufe 9 Schiff. Hier haben wir den Vorteil, wir kommen nicht mit Superschiffen gematcht, sondern nur mit Stufe 10. Wie gesagt, extra gewählt. Oft bekommen auch reine Stufe 9 Gefechte runter. Das ist sehr selten. Aber dann ist dieses Schiff okay. Da darf man das Schiff aber nicht dementsprechend bewerten. Wir kommen meistens in Superschiff-Action.
Wir kommen meistens in Stufe 10 Gefechte. Und um das zu stabilisieren, hier ein Stufe 10 Gefecht oder ein Gefecht mit mehr Stufe 10 als Stufe 9 und einem Stufe 8 hier. Aber keine Superschiffe. Spielt ihr gegen Superschiffe und da vor allem gegen Träger, chancenlos. Chancenlos. Die Antier ist mehr als Augenwischerei gegen einen Superträger. Kann man nichts machen. Eine Satsuma-Salve zerstört viele Schiffe, darunter auch die San Yuzen. Da hilft halt alles nichts. Dieses Schiff ist nicht dafür gemacht, gegen Stufe 11 anzutreten. Da hätten es gerne nochmal 10.000 Trefferpunkte mehr sein können oder ein schnelles Reparaturteam oder mehr Kraft in der Hauptartillerie. Denn wir haben auch keine sekundäre Artillerie, die uns unterstützt. Wir haben keine Torpedos. Wir wollen mit dem Schiff nicht nach vorne fahren, dafür fährt uns die Hydro. Wir wollen nicht das Schiff sein, das am weitesten vorne ist. Wir können nämlich kaum mehr fliehen. Unsere Knoten, unsere Geschwindigkeit ist nicht sehr gut. Unser Wendekreisradius ist groß. Einmal drehen bedeutet meistens Tod. Rückwärts fahren sind wir langsam. Wir können nicht für unsere eigene Antier sorgen, wie zum Beispiel die Kreml, die dann eine weitere, bessere Variante wäre mit 457 mm und dann halt eine Stufe 10er. Aber gratis. 19.300 Dublonen ist meiner Meinung nach einfach zu viel für dieses, nicht mal mittelmäßig, sondern eigentlich, schaut euch das an, ne? Overpants in die Mitte der Ohio. Also unterdurchschnittliches Schiff für viel zu viel Dublonen. Das ist das, was ein World of Warships-Spieler klassischerweise als Werftschiff erkennen würde, wenn er es sieht. Es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss. Oder ein Kohleschiff, das man sich mal holt, wenn man sonst schon alles hat, aber nicht unbedingt braucht. Und schaut, ich mache jetzt wahrscheinlich mit Hai und mit Bränden mehr Schaden als mit der gesamten AP die ganze Zeit. Ich werde natürlich wieder wechseln, aber jetzt schieße ich die jetzt nochmal warm, ne? Zur Sicherheit. Diesmal Peng. Ja, und da wechsle ich. Ja, das ist halt. Was soll man sagen? Wir sind aber jetzt, und da möchte ich ein Augenmerk drauf legen, auf 2,2 Millionen. Das wird noch ein bisschen mehr. Da dreht die Ohio jetzt wieder ein. Beim 1 vs 1 halten wir einiges aus, aber auch die Ohio. Da dürfen wir uns keiner falschen Hoffnung hingeben. Und sie ist uns über, ne? Mit der AP ist sie da bei weitem besser aufgestellt mit dem Alpha als wir. Und dann noch die sekundäre Artillerie. Wäre es ein fairer 1 vs 1 und die Ohio gut gespielt, wird sie gewinnen. Hat auch 96.000 Trefferpunkte wie eine schöne Montana. Haben wir halt nicht. Aber ja, ja, so ist es halt. Kommen wir zur Kapitänswahl. Ne? Ein Schiff, das auf Überleben gespielt wird. Dieser eigene Kapitän der Panasiaten, eigentlich nicht zu empfehlen für dieses Schiff. Wir hätten jetzt 6,5% schnellere Nachladezeit auf die Verbrauchsmaterialien. Ihr seht, wir könnten schnell reparieren. 6,5%, das wäre einfach. Da sind wir bei 76 Sekunden. Nochmal minus 6%, das sind dann 3,5 Sekunden. Sagen wir vorzugsweise 71 Sekunden Nachladezeit. Wenn wir zum zweiten kommen, haben wir eh schon keine Reparatur mehr. Was an Potential hier zu denken ist. Da kommen wir jetzt vielleicht gleich rein, hier, dass wir die 3 Millionen haben. Aber dann ist uns von unserem Schiff schon nicht mehr viel über. Und tatsächlich 1,5 Millionen soll man mit einem Schlachtschiff immer machen. Die 6,5, ja, nehme ich dafür den Kapitän. Kann man schon machen. Würde ihn dann doch eher bei einem DD mitnehmen. Wie zum Beispiel einer Yu Yang. Wenn ich schon unbedingt will. Dann macht man vielleicht auch noch ein bisschen was mehr. Theoretisch kann man dann noch Yu Yang auch 1,5 Millionen Potential tanken. Geht. Offen spielen und nicht erwischen lassen. Nur drauf schießen und nicht treffen. Ist ja klein genug dafür. Also nicht meine Empfehlung, diesen Kapitän da zu verwenden. Beim Flugzeugträger ist er wahrscheinlich am brauchbarsten mit schnellerer Nachladezeit. Und wir haben ja einen Stufe 8er Panasiatenträger. Bedeutet aber auch, wir werden wahrscheinlich mehr bekommen. Könnte ich mir vorstellen, Russenträger-Abklatsch mit anderer Mechanik. Oder ein paar Amis drin, vielleicht ein paar Briten. Man sieht es ja, die Panasiaten haben vieles. Und da sind wir bei 3,4 Millionen. Ne? Wir halten hier quasi Stand. Schaden 101.000. Und da kommt quasi alles noch mit rein von den anderen Gefechten. Dieses Schiff macht unterirdisch Schaden. Zumindest in meinen Händen. Ich bin nicht der beste Schlachtschifffahrer, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber selbst ein blindes Huhn findet mal einen Korn, wie es so schön heißt. Aber mit diesem Schiff schießt er da halt immer noch vorbei. Es ist halt zu wenig. Und selbst diese Granate hier, die erste, die richtig gut trifft mit der Streuung, alles auf einer Linie. 4 Treffer, 100% Granateneinschlag der vorderen Geschütze. Wunderbar, sind trotzdem nur 10k gewesen. Bei, was war das? Keine Ahnung. Einfach schlimm.
Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Endscreen. Der Sieg hier ist relativ uninteressant, ne? Ja, 119.000 Schaden, ja. Wichtig ist, was wir dann später sehen hier in der ausführlichen Bericht, in der genauen Auswertung. Ihr seht, wir haben Schaden an Schiffen mit der Hauptartillerie 80.000. Davon 47.000 AP, 31.000 HE bei höherer Trefferwahrscheinlichkeit und 28 Granaten. Ne? Das geht, ist okay, wäre bei der Georgia mehr gewesen. Aber die Brände, 39.000 an Bränden haben wir noch dazu, bringt uns hier auf 70.000 und damit ein Stück weiter als die AP-Granate. Enttäuschend, muss man einfach sagen. Vielleicht schlecht geschossen oder dass die Schiffe zu gut angewinkelt. Ja, wir haben gegen Schlachtschiffe hier gespielt, aber es war durch alle Gefechte eine enttäuschende Bilanz tatsächlich mit der AP. Georgia, meiner Meinung nach das bessere Schiff. Gefechtsbeginn, ja, 15 Minuten 26 dauert das Gefecht, 12 Minuten 35, da haben wir 3,5 Millionen. Das ist natürlich schön. Aufklärung 16.000. Wir haben zwei Flugzeuge zerstört. Das ist ebenfalls unterirdisch mit 9.000, was ist 6.000? Was haben wir denn da? Haben wir sie? Ich habe es vorhin gelesen. Ja, Flugabwehr, 9.538 Schaden. Das hat für ein Schiff, das sonst nichts hat, ist auch enttäuschend. Wir haben Schaden erlitten, 154.000. Das bedeutet, wir haben gut standgehalten, weil wir uns weit genug vom Gegner entfernt haben, damit wir, ja, oder sagen wir so, der Gegner ist gut genug gestorben und hat sich nicht die ganze Zeit auf uns konzentriert. Da ist Rhodey ein bisschen mitverantwortlich in seinem großen Kurfürsten, oder Preußen, Entschuldigung, mit 1000 Punkten, dass die Breitseite gezeigt und die drauf geschossen haben. Sonst wäre ich schon früher raus. Dieses Schiff hat quasi eine Panzerung, was das Beste ist an diesem Schiff. Aber nichts, was diese Panzerung oder Spielweise sich mir zeigen, unterstützt. Ja, die geringere Reichweite zeigt das ein bisschen. Aber wir hätten gerne, oder ich hätte gerne ein schnelles Reparaturteam oder ein schnelles Schadensbegrenzungsteam. Das fehlt mir. Alles in allem ist dieses Schiff für mich keine 19.300 Dublonen wert. Bin aber gespannt, wie ihr das seht, die Sun Yu-Zhen hier bei euch. Vielleicht auf Platz 1. Oder aber. Wir lesen uns in den Kommentaren. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Mal.